Und ein herzliches Willkommen zurück zu Hellblade Senua's Sacrifice mit von Nöhr Gameplays als Hobby. Das bin ich. Hey. Und ja, wir machen direkt hier weiter sofort, wo wir aufgehört hatten beim letzten Teil und öffnen so gesehen wieder das Feuer. Und diesmal wissen wir, wir müssen schnell sein. Weil ich sonst nämlich auch ersticke oder verbrenne. Irgendwie sowas. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering. If you refuse to look at it. Okay. Dass ich das Weitengeflecht nicht einfach mit meinem Schwert kaputt hauen konnte. Ja, ich weiß, ich muss einen anderen Weg finden, aber trotzdem will ich hier natürlich erstmal gucken. Ah, okay. So, hier haben wir noch so einen entsprechenden Stein. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Okay. Soll ich jetzt Angst kriegen oder was, falls ich den auch besiegen muss? Ein Übermächtiger, der auch Odin und sowas alles umbringt und siegreich sein wird. Soll ich da jetzt Angst kriegen, tatsächlich? Das geht doch nicht. Das ist doch noch relativ am Anfang des Spiels. So, habe ich gefunden. Das war da oben drin. Das kann ja eigentlich gar nicht so weit weg sein, weil, na super. Weil, ich muss ja dahin rennen und überleben. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate. Dahin ist das Opfer. She needs to remember the path. Everything will burn. Then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. Okay. Wo muss ich lang? Ich weiß, da oben ist das Opfer, da muss ich hin. Aber wie immer wollen wir natürlich erstmal genau rumgucken. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun. And the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic, hoping, hoping to find a way to postpone that dark day. Während er an der Grenze schläft, der Surt, könnte man ihn doch einfach umbringen.
Das wäre doch eine Möglichkeit. Oh, es funktioniert, das ist eine andere Frage. Kann man da hochklettern? Nee, ne? Ist zu hoch, ja. Aber da kann man da runter. Oh, Entschuldigung. Nein, ich bin nicht müde. Aber lebensmüde, wie man sieht. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Ich muss gerade mal schauen, kann ich wieder einfach so runter? Nee. Hier muss ich dann sehr wahrscheinlich lang. Da ist gelb, weiß, da kann ich einfach runter. Wollen wir noch ein bisschen Holz auflegen, oder? Los geht's. Lass uns rennen. Ja, lass mich rennen. Lauf! Forrest, lauf! Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Haben uns tatsächlich die Götter verlassen? Oder woher haben wir die Kraft? Das alles hier durchzustehen. Texturmatsch. Sieht schick aus. Oh. Hier gibt es wohl ein bisschen was zu gucken. So weit schon wieder. So ein Tor und so ein Tor. Okay. Uns natürlich erstmal ein bisschen umschauen, bevor wir da jetzt was machen. Ein wunderschönes Langhaus. Hier gibt es aber an sich wohl nichts. Wo geht's hier überall hin?
Oh, meine Augen brennen irgendwie. Das ist gut, dass meine Augen brennen. Ups. Oh. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Okay. Klingt da an sich schon ganz schön heftig. Okay, hier kann man sonst nirgends hin. Okay. Dann lass uns mal diese Runen suchen. Hier mal, hier oben ist dann die Opfergabe. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Stimmt, die Bäume hier. So, wird hier irgendetwas zu finden sein? Nee, hier ist nichts. Hier gibt's das R. Irgendwo. Nee? Nee. So, jetzt muss ich es nur noch finden. Was ist, wenn ich hier runtergehe? Ist es dann wieder weg? Nee, ist noch da. Jetzt ist es wieder weg. Hier kann ich es wieder sehen. Ich find's nicht. Ich sehe nichts, was dem ähnlich wäre wie das R. Das muss irgendwo hier sein.
Nö. Gar nicht.